Hallo und willkommen zu einem neuen Hearthstone Pack Opening. Ich habe gerade eben Sport gemacht, noch schnell geduscht. Ich habe ein scheiß T-Shirt an. Ist mir kackegal, ja. Alles sich beschweren können, mein hey. Lutschen. Und ja, Dead Game. Aber ich cope hart für die neue Expansion, dass sie hoffentlich mal was richtig machen. Und ich habe eine neue Tastatur. Wow, seht ihr das? Die leuchtet. Ist das nicht awesome? So, ja. Was ist das? Hydra? Oh yeah. Ja, ich weiß darüber Bescheid. Yes. Oh, cool. So. Alles ist wild geworden. So, und was wir natürlich machen, ist... Golden Legendary, New Reward Track. Ja, yeah, okay. Ich habe irgendwelche Sachen bekommen. Cool. Was ich episch finde, das habe ich mir so sehr gewünscht. Hier, dieses Recently Completed. Die hätten das viel schneller bringen sollen. So. Und jetzt gehen wir 25 Euro für eine Karte. Dude, so. Das ist Nu. Und ich hole mir. Zack. Ich glaube, ich habe das letzte Pack-Opening nicht hochgeladen. Einfach weil es scheiße langweilig ist. Mal gucken, ob ich das. Oh, 64, ein Stack. Gucken, ob das hier interessanter sein wird. Wenn nicht, dann kacke egal. Mindestens drei Legendaries. Sonst lade ich es nicht hoch, Leute. Ich finde, die müssen echt mal Gas geben bei dem Game. Es ist... Gigafin. Nee. Ich will die Priest Legendary haben für mein Reno Deck. Also das wäre mein Ziel. Warum finde ich, dass das Game gerade ziemlich scheiße ist? Ich habe seit enormer Zeit das Gefühl, wenn man verliert, liegt es nicht daran, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern weil es unfair war oder es viel zu sehr luck-based war. Das hatte ich früher nicht. Besonders bei langen Spielen damals, hier Control Warrior. Das waren coole Zeiten, wo man actually lange, also für die Zukunft überlegen musste und immer was gelernt hat. Ich glaube, das waren Grand Tournament-Zeiten. Oder League of Explorer, irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Also das war ziemlich cool. Ich hoffe, das kommt echt zurück. Und neue Legendary. Immune while attacking after cast attack the lowest health enemy. Kann auch der Hero sein. Also, es gibt so viele Agro-Karten und ein paar Sachen möchte ich gerne eigentlich platzieren, wo ich sage, das müsste man mal in den Tavern Brawl ausprobieren. Mal abgesehen davon, dass der Tavern Brawl die Schrift bei mir meistens nicht lädt. Ich weiß nicht warum, ob das andere auch haben. Aber Tavern Brawl, finde ich, sollte ein Ort sein, um neue Sachen auszuprobieren. Oder das gesamte Core-Konzept des Games. Beispiel, ich würde mal ausprobieren. Das würde ich gerne ausprobieren. Du kannst die Reihenfolge deiner Karten im Deck festlegen. Nur gesagt. Und dann könnte man mal ausprobieren, wie effektiv das Gameplay. Wenn du selber sagen kannst, das Deck ist nicht irgendwie geschaffelt oder so, sondern du kannst festlegen, wo was hingemacht wird. Dann sämtliche Karten entfernen, die random heißen, die random im Namen haben. Oder halt das random entfernen. You know? Dann wäre es interessant. Minions können nur ein Hero angreifen, wenn keine Minions mehr vorhanden sind, quasi vom Gegner. Also alle haben quasi Taunt, aber Taunt soll immer noch eine Möglichkeit sein, deine Minions zu protecten. Das wäre interessant. Gut, dann wären so Egg-Minions halt mega OP. Aber die müsste man dann halt vielleicht irgendwie nerven oder bannen. Switcheroo. Coole, nette Karte. Und Spells sollten niemals auf den Hero gehen. Es sollte immer auf Minions gehen.
Das würde ich mir auch ultra gerne wünschen. Dass Minion, dass sämtliche Spells nicht auf Heroes gehen können. Das würde das Game enorm slowen, aber fände ich halt irgendwie viel besser. Und man müsste sehr viel nerven. Aber ich finde, sowas müsste man mal ausprobieren. Ich finde dieses an alte Sachen so hängen, finde ich nicht gut. Und was hat's noch gemacht? Es klaut ja von hier Magic the Gathering und so weiter. Gut, dieses mit dem Hero habe ich gehört. Soll wohl Gathering sein? I don't know. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, aber ich glaube, die klauen diese ganzen, oder alle, von, alle Sachen, die ich gehört habe, so mit jetzt Dredge und so weiter. Das gibt es alles schon. Ich will mal was richtig Innovatives. Und nicht irgendwelche geklauten Sachen. Ich finde, die sollten mehr in Innovation stecken. Und viel mehr Balancing machen. Buffen. Immer. Die. Meinetwegen, jede Season, das heißt jeden Monat, die 5 häufigsten gespielten Karten und die nerven und die 5 am wenigsten gespielten Karten buffen. Was passiert dann? Und besonders Wild. Das gleiche für Wild. Wenn nicht sogar 10 Karten in Wild, ja. Weil Wild ist nochmal eine Stufe extrem. Dann Community-Karten. Warum nicht Community-Karten? Die Community hat so coole Ideen. Und es wäre so cool, viel mehr Community-Activity zu sehen. Und halt irgendwie die Möglichkeit, meinetwegen. Das kann man alles irgendwie finanziell unterstützen. So. Discover Thieves to Crew Nathan's Ship. Ja. Will ich. Ich will eigentlich nur diese Priest Legendary. Die kommt mir eigentlich primär in den Sinn, dass ich die haben will. Ansonsten muss ich sie halt craften. Weil ich glaube, ich habe noch genug Gold. Increased Match of Stalks. Okay. Eine gute Anzahl an Legendaries. Das ist schon mal schön. Vielleicht haben sie das geändert. Es gab auch keine Karten am, jetzt geschenkt, ne, am Anfang. Normalerweise gab es doch immer so 15 Karten. Diesmal gab es nichts. Obwohl, stimmt, die haben ja eine Legendary geschenkt. Ah, okay, das kann man vielleicht argumentieren. Aber hier Hearthstone Mathematician, oder wie der heißt, der hat ja auch gesagt, die müssten eigentlich mal was am Rewards Track, der eigentlich viel zu komplex ist. Das, warum hat man nicht das alte System beigehalten? Vielleicht auch nicht. Und das sind halt alles so unethical business practices, wo man einfach mal gegensteuern muss. Elden Ring ist so ein Beispiel, dass es halt, du kannst auch ein richtig gutes Game haben und viel einnehmen, wenn du halt ethisch Sachen richtig machst oder nicht halt so eine Scheiße, um nur Leute abzuziehen. Natürlich, ich spiele so gerne, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich werde hier versucht abzuziehen. So, man merkt das doch, oder? Ob man hier versucht, bei dem Spiel abzuziehen. Okay, Mech-Mage, auch cool. Auf jeden Fall cool. Bin gespannt, ob wir noch eine Legendary bekommen. But I guess not. Aber wir kommen über die fast 10-Minuten-Marke. Wenn ich sie irgendwo geschafft hat, ne, dann könnt ihr mal ein Like da lassen, oder? To the Phantom Minion. Oh, hier, die sind cool. Amalgam. Die werde ich sehr wahrscheinlich in fast jedem Deck spielen. Ja, gucken wir mal. Letzte Karte. Bin gespannt. Oder letztes Pack. So rum. Oh.
Epic. Your spell this turns a poisonous. Okay. So wir könnten sogar vielleicht. Nur vielleicht. Noch eine Karte bekommen. Was bringt das hier? Irgendwie. Complete definition to earn more points. Cool. Was bringen die Points? Was bringen die Points? Was bringen die Points, Leute? Okay. Ich habe meine Legendary, die ich haben wollte, nicht bekommen. So. Oh, Demon Hunter wird, sollte ich eigentlich spielen. Ach so, it's attack the lowest health enemy. Ja. Wenn man die buffen könnte. Für Mechmage habe ich einiges, oder? Hatte ich nicht irgendwie mit Discover Mech oder so? Ah, oder war das Paladin? Ah, hier dieses Detektor. Ja, habe ich sogar zweimal jetzt. Das ist cool. Und das auch. Das könnte praktisch sein. Warte, was war das? Summon Unwanted Taunt. Okay. Auch einiges. Destroy all minions and all copies where that they are. Das ist auch ganz cool. Gute Tech-Karte. Ja, das weiß ich nicht so ganz. Kann man damit irgendwann alles Pirate, ne? Sunken Tridents. Okay. Replace your deck. Okay, ja, hatten wir, glaube ich, schon mal so ähnlich. So. Auch ganz nett. Ja, okay. Gut, dann würde ich aber sagen, was mit der Episode oder mit dem Pack-Opening. Mal gucken, ob Folgen kommen. Vermutlich nicht. Ich würde sagen, hoffentlich hat es trotzdem gefallen. Haben ja ein paar Legendaries gezogen. Ich glaube, 4 oder so? Ja, sollten 4 sein. Und ja, dann werde ich jetzt mal den Abend nutzen, um meine Decks zu craften, weil die sind leider jetzt alle fort. Dann ist das eben so. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich. Ciao.